Servus, heute auf dem Weg nach Heilbronn, die Jungs und Mädels anfeuern. Die Damenmannschaft von Aalen startet zu ihrem ersten Triathlon und Weiblinge sind auch die Jungs am Start und die Mädels, Emil, gibt sein Triathlon-Debüt in Weiblinge. Für mich sind es dann ungefähr 110 Kilometer insgesamt. Ich bin jetzt rückblickend ganz froh, dass Lauingen verschoben wurde, da ich immer noch ein bisschen eine zune Nase habe. Aber ich denke, das gibt mir die Chance, jetzt nochmal gut zu trainieren. Und am 27. bzw. 28.07. ist dann die Mitteldistanz in Lauingen. So, 5 Kilometer noch, halbe Stunde bis zum Männerstart. Also voll im Zeitplan. Emil müsste auf 5 sein. Ja, diese sind schon. Sieht nicht schlecht aus. Zurück. Zwei Positionen dahinter ist Lars. Und natürlich hier Flussabwehr. Auch wenn auch aber dort, man muss sagen, eine sehr, sehr lange Gerade. Die Strömung vom Netz also, ist ja nicht 100% ja. Aufgehalten. Da gibt es keinen großen Trubel. Außer jetzt kommt eine kleine Kuppe zum Wendepunkt. Ja, da wird auch ein bisschen ja, dann sich orientiert. Um 10 Uhr aber Start. Sind alle gut der rumgekommen. Genau. Ebenfalls als Machtstart. Denke ich, wird das die große Radgruppe sein. Und dahinter dann die einzelnen Verfolger. Da wird schon relativ schwer sein, wieder ranzukommen an die Gruppe. Da sind doch ein paar Sekunden dazwischen. Auf geht's, danke, komm! Dann Lukas Kose, Oldenburg, Matteo Briankoska. Jetzt Michael Haas, Buchstaber Team AC Süßen, Erik Hoffmann, dritte im AC Konstanz. Sehr schön, komm! Ja, wie gesagt, im Vergleich vorhin, vor Mitteldistanz. Eine ganz andere Dynamik hier in der Wechselzone. Ein großes Tempo drauf. Auf geht's, Emil! Das ist die erste Radgruppe. Komm, schneller Wechsel, komm! Auf geht's, Emi, komm! Push! Sehr schön, Lars. Achtung! Emi, komm! Sehr schön, Sebastian. Muss pushen für erste Radgruppe. Komm, schneller Wechsel. Auf geht's, Emil. Sehr schön. Erste Radgruppe. Komm. So, Sebastian, jetzt 5 Minuten schnell anfahren, dann bist du in der Gruppe drin. Komm, push. Ja, für die erste Liga. Ab der 4. Liga. Bitte. Hatten wir schon einen Erfahrung, aber nur ein Schulwand.
Ja, und unser nächster Athlet. Auf geht's, Jungs, kommt. Ab, ab. Helm! Helm! Viel Schumann, auf geht's. Auf Simon. Ab geht's. Super! Auf geht's, Emil, komm! Und gib ihm! Es ist Liga! Es ist Biathlon in der Stadt! Es ist Zeit für Racing! Ihre 750 Meter Strecke. Das heißt jetzt natürlich wieder flussabwärts geht ein wenig schneller. Würde vielleicht noch 2-3 Minuten dauern. Dann haben wir die erste Athletin hier aus dem Wasser in der Wechselzone. Immer geradeaus durch die Wechselzone. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight. Gruppe, damit arbeiten, komm! Auf geht's, Juli, komm, 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 zusammen, komm! Auf geht's, komm, 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 komm! Sehr schön, Mädels! Sehr schön, Katja, komm! In der Gruppe arbeiten, komm! Arbeitet zusammen, sammelt die da hinten ein, komm! Push! Komm, 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 komm! Auf geht's, komm, 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 komm! Fahren die ran, komm! Sehr schön, Katja. Komm, 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 komm. Vorbei, vorbei, komm. Auf geht's, Katja. Ein
holen kannst. Komm! Stimmt. Auf geht's, Felix, komm! Auf geht's, gleich Wendepunkt. Komm, 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 komm. Push. Auf geht's, komm. Geht bergab, komm. Auf geht's, Julian. Du bist deutlich schnell unterwegs. Komm, der ist deutlich langsam unterwegs. Komm, Julian, sehr stark. Komm, 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 komm. Push, arbeiten. Sehr schön, komm. Auf geht's, Junge, komm. Auf geht's, Nadja, komm. Endspurt, komm, 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 komm. Die musst du holen, komm. Jeder Platz zählt. Komm, komm, komm. Endspurt, komm, bergab. Auf geht's, komm, komm, komm. Die holst du, komm. Und jeder Platz zählt, komm. Die holst du nochmal, komm, es geht bergab jetzt, komm. Push. Die holst du nochmal, komm, 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 komm. Zieh, auf geht's, komm. Auf geht's, gleich geht's bergab, komm. Jetzt Endspurt, komm. Ab ins Ziel, lass dich nicht mehr nochmal überholen. Komm, 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 komm. So, jetzt das Recap von dem ganzen Rennen in Heilbronn. Bei mir die Anfahrt war gut. So, Stunde 40, gut angekommen. Die Mädels sind ja aus Aalen dann direkt gefahren. Katja hat ja auch so 2 Stunden Anfahrt mit dem Auto ungefähr. Und die Weiblinger, Männer, ja, eine knappe Stunde ungefähr. Also relativ entspannt. Emil ist dann mit den Weiblinger Triathleten gestartet. Da war das auch so eine Mannschaft, die ein bisschen zusammengewürfelt wurde, ja, war aber letztendlich, denke ich, ganz gut. Ein Team, glaube ich sogar, die ist ein bisschen verbessert zum letzten Mal. Emil muss noch ein bisschen was an seinen Wechseln üben, aber beim Schwimmen richtig gut rausgekommen, eigentlich in der ersten Radgruppe gewesen. Das nächste Mal heißt es da dann mit einem schnellen und guten Wechsel dran zu bleiben und dann einfach den Lauf drauf machen, den er kann. Genau, Sebastian richtig stark gewesen, was ich jetzt gesehen habe. Dann habe ich auch noch gesehen, dass die Mitteldistanz am Start war. Da war der Felix Henschel dann ziemlich eindeutig vorne und dann auch im Ziel als erster. Julian Großkopf hat richtig stark ausgesehen auf der Laufstrecke, hat da richtig Tempo gemacht, aber da war der Felix Henschel einfach zu weit weg. Genau, und dann zu den Liga-Mädels, die sind sagen wir mal durchschnittlich geschwommen, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was arbeiten, da man bei den Frauen auf jeden Fall in der Radgruppe, wo man ist, eigentlich dann auch vom Rad steigen kann und man kommt eigentlich auch nicht wirklich vor, das heißt, die sind dann eher hinteres Mittelfeld aufs Rad gestiegen, eigentlich alle relativ knapp aneinander und dann haben sich die Radgruppen halt irgendwie so ein bisschen verteilt, sind auseinandergefahren. Ja, vom Rad gestiegen. Katja als erste, direkt Nadja hinterher. Jule dann auch nicht weit entfernt. Also eigentlich ganz in Ordnung. Und dann sind alle 4 Mädels ganz gut gelaufen, konnten eigentlich ihre Plätze, soweit ich weiß, gut halten. Sind zufrieden gewesen im Ziel. Es gab leider ein paar Zeitstrafen. Da muss man auf jeden Fall die eine oder andere noch ein bisschen am Wechsel üben. Genau, aber sonst und allem und alle im Großen und Ganzen schöne Veranstaltung da auch in Heilbronn in der Stadt, so das Ziel direkt auf dem Platz und das Schwimmen in dem Fluss, klar war der Fluss jetzt kalt, weil es einfach noch nicht richtig warm war, aber mit Neo, denke ich, ging es ganz gut. Ja, Radstrecke kann ich jetzt nicht viel sagen, aber es wurde schnell gefahren, also die Männer waren auf jeden Fall deutlich unter einer halben Stunde wieder da, also richtig schnell, obwohl es da an so einem leichten Hügel hochgeht, waren 2 Runden und dann laufen da einen Kanal entlang und ein bisschen durch die Stadt durch, links, rechts, aber echt eine schöne Veranstaltung gewesen. Dann ging es für mich wieder heim. Ja, ich hatte dann auch über 1000, fast 1100 Höhenmeter, meine ich. Ich blende euch das Ganze einfach mal jetzt ein und 3 Stunden 20, knapp 110 Kilometer, ja, viel in Zeitfahrposition hinzu, bisschen auf vielen schlechten Radwegen gewesen, wo so ein bisschen zickzack ging und so weiter. Da habe ich dann Rückzug ein bisschen mehr auf der Landstraße gemacht, deswegen da ein bisschen schneller geworden noch.
gut verpflegt. Ich habe insgesamt 3 Bananen gegessen, morgens direkt einen Apfel, da ich nicht wirklich gefrühstückt habe, und ein Gel am Ende noch. Dann habe ich eine 0,75 Trinkflasche mit Fast Carb gehabt und die kleine Aero-Bottle, die 0,5 Aero-Bottle. Die beiden waren dann leer und dann hatte ich noch von meiner Freundin eine Radflasche mir geben lassen, aber die habe ich jetzt gar nicht mehr benutzt gehabt. Genau, so, das war der Ausflug nach Heilbronn zum Triathlon. Servus, ciao.